We've got Bruce Till right here. He did a very good job last night. Wir haben Bruce Till, der gestern Abend einen sehr schönen Vortrag gemacht hat über verteilte Computersysteme. Und es waren viele Leute da. Es war ein richtig toller Vortrag. Vielen Dank. Jetzt redet er über das Internet Archive. Das könnten Sie kennen. Er ist der, der das Ganze gegründet hat. Also er weiß sehr viel darüber. Hier ist Bruce Till. Ein Typ, der sehr laut schläft neben einem Zelt. Daher weiß ich, dass noch nicht alle wach sind. Das ist ganz, ist trotzdem großartig. Ich werde kurz darüber reden, was das Internetarchiv ist. Das Internetarchiv ist quasi das Hacken des Copyright-Systems. Wir versuchen, Institutionen dazu zu bringen, was zu machen, was sie normalerweise nicht machen. Also, was ich vorschlagen würde, ist, lasst uns zurückgehen zu der Bücherei von Alexandria und lasst es uns nochmal machen und macht sie verfügbar für alle. Können wir versuchen, alle Bücher und Bilder und Webseiten, die jemals von Menschen gemacht wurden, für allen verfügbar machen. Zu allen verfügbar machen, können wir das machen. Technologisch können wir das machen. Zwischen dem Speichern der Daten, die wir auf den Computern haben, und das Internet und wie wir das zu den Leuten bringen, können wir machen. Jetzt ist die Frage, was passiert? Warum passiert es nicht? Und es gibt ganz viele konstitutionelle Probleme, rauszukriegen, wie das alles funktioniert. Und es dauert viel länger, als ich dachte. Aber langsam kommen wir dahin. Also was ich vorschlagen würde, ist ein universeller Zugriff zu aller Kenntnis. Und wir sind auf dem Weg dahin, aber wir brauchen noch viel mehr Hilfe, um dorthin zu kommen. Okay, wer sind wir? Das Internetarchiv ist ein Verein. Können wir sehen? Ja. Ist eine Verein in San Francisco. So, kommen Sie gerne vorbei. Und wir sind schon seit 20 Jahren dabei und die Idee ist, dass wir versuchen, die einzelnen Teile des Internetarchivs, die bis jetzt noch nicht im Internetarchiv sind, zu bekommen. Also wie Leute das Netz, neue Sachen im Internet veröffentlichen, dann vergessen sie, dass das Alte da ist. Wir versuchen so zu sein wie Büchereien. Ich liebe, was Leute in Steine kratzen. Was sie über den Stein gekratzt haben, über die Bücherei von die Freiheit, Informationen für alle. Damals waren das Leute hauptsächlich das Ziel, Geld zu machen. Aber sie haben trotzdem über die Bücherei Freiheit für frei für alle gemacht, geschrieben, gekriegt. Und das ist, weil die Information eine andere Ziel hat, als nur Sachen zu verkaufen. Also ich bin ein Ingenieur. Ich schaue jedes Problem von Perspektive eines Ingenieurs. Wenn ich sage, hey, wir müssen alle Bücher und Musik und Webseiten hochladen, und dann denke ich, wie groß ist das? Wie schwer ist denn das Problem? Wo kriegen wir die alle her? Und das ist die Struktur von diesem Vortrag. Okay, reden wir über Bücher. Wenn wir sagen, wir wollen alle Bücher, dann ist die größte Bücherei mit Büchern ist die Bücherei von Kongress. Das sind 28 Millionen Bücher. 28 Millionen Bücher ist die größte Bücherei, die wir jemals haben. Ein Buch ist ungefähr ein Megabyte, wenn man es in Microsoft Word hat. Also 28 Terabytes ist die gesamten Information von der Library of Congress. Das kann man sich sehr einfach kaufen. Das sind nur 4 Festplatten. Man kann die ganze Bücherei in einem Einkaufswagen haben und dann hat man die ganzen Informationen der Bücherei aus dem Kongress drin. Wir können die ganzen Informationen der Geschichte einfach zugreifbar haben. Ist die Frage, wollen wir das machen? Ja, wir wollen das machen. Wir haben mehr und mehr sind mehr daran gewöhnt, dass wir Bücher auf dem Bildschirm haben. Auch gescannte Bücher, einfach nur eingescannte Bücher. Oder wir können auch noch einen weiteren Schritt gehen. In manchen Fällen sagen wir, wir haben nicht alle Bildschirme. Können wir es auch wieder ausdrucken? Ja, wir haben ein Bookmobil gemacht. Das können wir einfach die Bücher ausdrucken. Wir haben einen Drucker und einen Cutter und die anderen Hardware.
Da können wir die Bücher runterladen und ausdrucken. Und das kostet nur ungefähr einen US-Dollar. Es ist einfach teilweise billiger, diese Bücher einfach auszudrucken, anstelle sie einfach auszuleihen. Also insbesondere für kleine Bücher macht es Sinn, sie einfach auszudrucken. In Indien haben wir ein paar dieser Buchausdruckmobile gemacht. Dies ist eine der ersten Library der Alexandria. Und hier ist ein Typ mit seinem Buch. Und hier ist das erste Buch, das diese Frau je besessen hat. Also wir können nicht nur unsere Bücher und unsere Musik und Video, die wir für uns verfügbar machen, sondern wir können auch anderen Leuten diese Möglichkeit geben. Hier sind diese Ruben Goldberg-Maschinen, diese komische Sachen machen, die jetzt auf einmal machen. Und die Bücher fallen hier einfach raus. Aber die richtige Idee ist, wie alles funktioniert, ist mehr in dem Bereich von Bildschirmen. Und die Bildschirme werden so gut, dass wir wunderschöne Bücher machen können, die sehr einfach zu lesen sind. Und wir versuchen, unsere Bücher zu nehmen und auf möglichst vielen Formaten verfügbar zu machen. Mein Lieblingsformat ist unten links. Das ist eine kleine Maschine, die das vorliest. Und jetzt haben auch Blinden Zugriff auf Millionen von Büchern, die sie vorher noch nie bekommen konnten. Jetzt haben sie vielleicht die Idee, dass es eine gute Idee ist und sie können das alles speichern und veröffentlichen. Dann ist die Frage, wie kriegen wir es dahin? Ja, wir machen diese unterschiedlichen Sachen, wie zum Beispiel scannen wir sie. Hier ist ein Typ, der sieht jetzt nicht sonderlich froh aus, aber die haben 127.000 arabische Bücher dort gescannt und das funktioniert immer noch. Und dann haben wir unsere eigenen Scanner entwickelt, The Scribe. Wir haben diese Scanning-Zentren aufgebaut, wo sie hier in San Francisco Mikrofilme machen. Und die werden ziemlich effizient. Man dreht einfach nur die Blätter um. Und die Frage ist, benutzen wir einfach Roboter? Weil die funktionieren nicht ordentlich. Wir könnten Roboter bauen, aber die Investitionen wurden einfach noch nicht gemacht. Weder von uns noch von anderen. Also haben wir das hauptsächlich per Hand gemacht und wir haben wunderschöne Bücher gescannt. Das ist ein seltenes Buch von Korea. Das ist ein Biologiebuch aus China, wo wir mit der chinesischen Wissenschaftsakademie, Chinese Academy of China gemacht. Und wir haben jetzt 23 Scanning Centers in vielen Ländern gemacht und Google hat auch viel mehr Bücher gescannt, als wir es gemacht haben. Ungefähr 10-mal so viele Bücher, wie wir gemacht haben. Aber sie haben viel mehr Geld und sie haben es eingesperrt. Sie haben auch die öffentlichen Bücher genommen und haben sie wieder zu ihrem eigenen Gewinn gemacht. Und was das Schlimmste ist, diese Public Domain, also dieses öffentliche Güter, wieder einzuschließen. Wir können vielleicht darüber diskutieren, was in Copyright ist, was ist. Dann ist es ein großes Problem. Wir sind quasi die Linux-Gemeinschaft, während Sie Google die Microsoft wäre. Also ich habe unterschiedliche Leute gefragt, können wir alles, was jemals geschrieben wurde, in einer bestimmten Sprache haben? Also habe ich mit ein paar Leuten in Griechenland geredet, die hatten aber das Problem zu implodieren, da haben wir mit Eisländern geredet und wir haben Ja gehört von Parlamentarier und aus dem Büchereiverordnung und einer aus 300.000 Leuten hat jemand gesagt, wir wollen, dass es nicht geht. Der hat gesagt, no. Aber Bali hat Ja gesagt. Also haben wir angefangen in Bali zu gemacht und wir versuchen alles zu digitalisieren, was in Balinesisch geschrieben wurde. Das Problem ist, die Balinesen haben nicht auf Papier gesprochen, sondern auf Palmenblätter. Und sie haben es einfach in Palmenblätter reingekratzt. Und das sind die Priester, die mit uns diese Sachen digitalisiert haben, dadurch, dass sie die fotografiert haben. Die sind einfach wunderschön. Und jetzt haben wir diese, alles, was in Balinesisch wurde, gescannt. Wir haben sie gefragt, wie lest ihr das, diese Palmblätter? Und die meisten lesen gar nicht, sondern es sind die Priester oder diese coolen Performance-Schauspielerinnen, diese kleinen Pappfiguren oder richtige Performances, Auftritte, Tänze. Wir haben also diese Dinge aufgenommen, um die dann online zu stellen. Also ich würde jetzt gerne mal einmal Applaus für die Balinesen von Bali
die komplett online gehen. Ihre komplette Literatur wird ins Internet gehen. Wir könnten das mit Türkisch machen oder mit Dänisch oder Holländisch. Wir können das im Prinzip komplett für große Länder machen. Wir brauchen 1000 Bücher pro Tag, schaffen wir in den Scanning Centers, also um die einzuscannen. 3 Millionen freie E-Bücher, die für alle zugänglich sind. 1 Million moderne E-Mail-Bücher für Blinde oder anders Behinderte. 300.000 moderne Bücher in Büchereien. Und jetzt gibt es den ersten Hack, wie man es für alle Leute zugänglich macht, auch wenn es Copyright gibt. Wir haben also versucht, einfach die Bücher zu kaufen und dann auszuleihen für die einzelnen Leute, aber die Verleger sagten natürlich erstmal nein. Also haben wir die Bücher digitalisiert und dann haben wir die digitalisierten Bücher immer nur einzeln ausgeliehen, weil bei Google gab es Probleme, dass an alle ausgeliehen wurde, aber bei uns machen wir das einzeln. Also man kann bei uns auf ein Buch klicken, man kann sagen, zum Beispiel hier HTML5 für Webdesigner, und das ist aber im Moment checked out, also es ist ausgeliehen, das heißt, man muss einfach warten. Es kriegt immer nur einer ein Buch. Hier ist zum Beispiel noch ein anderes Buch und in dem Fall hat es halt noch niemand. Also das möchte ich jetzt haben. Ich gehe also darauf, klicke es. Ich habe eine Auswahl der Formate, ob PDF oder andere, und dann leihe ich mir das Buch. Was ich ganz gut daran finde, ist, dass es eigentlich von der Boston öffentlichen Bibliothek ist. Und das Coole ist, dass die Bibliotheken diese Bücher digitalisieren und dann über uns ausleihen. Und sie machen das schon seit 4 Jahren und es war einfach nur gut. Es war ein Mechanismus, wo wir versuchen, die Leute, die Geld davon machen, respektieren wollen, aber allen anderen ermöglichen, Zugriff zu kriegen. Und wir versuchen, dieses Ganze auszuprobieren. Wie weit können wir gehen? Wie weit arbeiten wir mit den Veröffentlichern, aber wir arbeiten nicht für sie. Wir versuchen, ein Büchereisystem zu bauen und es benutzbar zu machen. Wir haben in der Lage, Bücher in Hunderten und Tausenden zu kaufen, moderne Bücher, und veröffentlichen die oder geben Leute Zugriff dazu. Okay, Bücher, ein anderes Medientyp. Musik. Okay, das ist jetzt ein Bereich, der hat mehr Anwälte als Leute. Da lieben Leute, sich gegenseitig zu verklagen. Und bei Musik muss man ein bisschen besser aufpassen. Also, wie sind wir da reingegangen? Also, zuallererst haben wir mit Rock'n'Roll-Bands angefangen, die das wollen. Manche Bands wollen einfach, haben angefangen, dass Leute diese Musik aufnehmen zu können bei Konzerten und haben erlaubt, dass andere das mit ihnen teilen. Und das ist toll. Einer hat damit Geld verdient. Und als diese online gingen, haben diese Bands gesagt, ja, natürlich, das ist okay. Wir haben in der Regel einfach gefragt. Und die Frage ist, die Fans haben gesagt, hey, ist es okay, wenn wir die Antwort auf das Internetarchiv machen? Dann muss irgendjemand ja sagen, zum Beispiel der Drummer. Und wenn einer von denen ja sagt, und das ist viel weniger, als die Anwälte für wollen, und wenn es irgendwann mal ein Problem wird, dann nehmen wir es einfach wieder runter. Aber das ist nur ein einziges Mal passiert und wir haben inzwischen 6000 Bands und 130 Konzerte. Und alles, was die eine Band je gemacht hat und die Idee, was wir Musik da rausbringen, funktioniert jetzt langsam auch. Es gibt diese alten Sammlungen, die auf alten Webseiten sind, bevor MP3 dort ein Format war, das standardisiert wurde, war, als man noch über AIFF bekämpft hat. Also war eine schlechte Idee, aber es waren diese Seiten, die versucht haben, diese Sachen zu veröffentlichen und zu verbreiten. Eins zum Beispiel war das Internet-Untergrund-Musikarchiv und die sind schon eine Langeweile gestorben. Und wir haben die jetzt aber wieder veröffentlicht. Wir haben zum Beispiel Netlabels, die uns für freies Hosting benutzen und wir arbeiten mit anderen, wie zum Beispiel Plattenproduzenten und wir versuchen CDs zu digitalisieren. Da sind ein paar Ingenieure hier in Amsterdam, die CD-Digitalisierungssoftware schreiben, um das alles möglichst schnell zu kriegen.
Wir kriegen Spenden von Schallplatten, unterschiedlichen Schallplatten. Und wir versuchen, die in Massen zu digitalisieren, in diesen unterschiedlichen Formaten. Okay, warum machen wir denn das? Wir haben nicht nur angefangen, alles ins Internet zu veröffentlichen und vielleicht 30 Sekunden zu machen und dann auf Amazon zu zeigen. Aber bis jetzt, was wir gemacht haben, ist, Forschern zu veröffentlichen und Zuhörräume. Zum Beispiel, dass auf manchen Räumen kann man kompletten Zugriff zu haben. Wir werden einfach langsam besser mit Musik. Die ganze Idee von Musik. Wir haben nun zu unseren Audio-Sachen hinzugefügt. Wir haben unendliche Bandwidth und unendliche Ladung. Ist für viele Gruppen ein sehr gutes Angebot. Und wir machen einfach Sachen zugreifbar. Also auch Audio ist machbar. Filme. Filme sind für viele Leute Hollywood-Filme und da haben wir einfach gewisse Probleme. Aber was wir gemacht haben, sind alte Filme, die nicht gut verteilt wurden durch Hollywood. In alten Filmen, die sie in der Hochschule gesehen haben, als noch so ein alter Professor reinkam und mir gezeigt hat, warum kann man ein Typeset haben oder sind sie richtig vorbereitet für die Heuterat? Und wir haben veröffentlichen die und viele Leute lieben die und sie sind da und wir haben diese Sachen zugreifbar gemacht und Leute haben viele Sachen hochgeladen. Schon lange vor YouTube. So, YouTube ist weggerannt mit dem, aber ungefähr 1000 Leute laden auch noch im Internetarchiv hoch, weil sie wollen, dass die Videos permanenter da sind oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Also digitalisieren wir sogar Videokassetten, die haben alle Copyright-Probleme. Aber wenn wir eine Sachen veröffentlichen, die nicht auf DVD sind, dann ist das für die meisten kein Problem. Also digitalisieren wir die einfach. Auch Fernsehen ist möglich. Wir haben angefangen, 20 Fernsehkanäle aufzunehmen. Russische, CNN und viele anderen. 24 Stunden werden die aufgenommen mit DVD-Qualität. Und wir digitalisieren die einfach nur und speichern die. Und wir haben eine Sammlung von 9/11-Kollektionen. Und wir fangen jetzt an, Fernsehen auszuleihen. Man kann als auf Internetarchiv gehen und wenn jemand das gesagt hat in den Nachrichten von Nachrichten, dann kann man dort suchen. Man kann sagen, ich möchte Sachen über Edward Snowden sehen. Man kann den ganzen Clip sehen, in dem Edward Snowden erwähnt wird. Und dann kann man diese Clips nehmen und in unseren Blog integrieren oder man kann eine DVD anfragen für das ganze Programm, um einen Dokumentarfilm daraus zu machen. Und das funktioniert, obwohl es eine große Menge an Material ist. Die Veröffentlicher, die Netzwerker sind fröhlich, sind okay damit und wir versuchen, die Sachen einfach weit zu veröffentlichen. Wir wollen einfach das so sein, wo Jon Stewart hingeht, wo Comedy Central hingehen und sagt, hey, hier ist, was der Politiker früher gesagt hat und jetzt, was er jetzt sagt und das passt einfach nicht zusammen. Diese Sachen, dass Leute kritisch drüber nachdenken können, über Fernsehen, ist, was wir wollen. Auch bewegende Bilder ist machbar. Also wenn wir solche Sachen machen, wie wir es machen, also freie Sachen veröffentlichen, ist manchmal haben wir Probleme mit Leuten, die das nicht mögen. Zum Beispiel das FBI hat so eine National Security Letter zu uns gegeben. National Security Letter ist, wenn sie sagen wollen, wir wollen die Informationen für eure Benutzer haben. Und die können wir nicht wirklich sagen, dass zu irgendeinem anderen, dass wir diese Anfrage bekommen haben. Wir haben eins dieser Dinge bekommen und wir haben unsere Anwälte von der Elektronischen Frontier Foundation. Ein Applaus für die Elektronischen Grenzen. Das ist eine Organisation, die für elektronische Rechte arbeitet. Und wir haben die gefragt, hey, was können wir darüber machen? Dann müssen sie sagen, ja, natürlich muss man darüber reden. Kann ich mit irgendjemand darüber reden? Nein. Kann ich jemals mit jemandem darüber reden? Es war generell nein. Und wenn ich trotzdem mit jemandem darüber rede, ja, dann lande ich wohl im Gefängnis. Also wir können nichts darüber machen. Aber man könnte eventuell noch die amerikanische Regierung verklagen. Und das haben wir dann gemacht. Und wir haben gewonnen. Also es gab Hunderttausende von diesen Briefen, die wir verschickt haben. Es gab nur drei Organisationen, die
öffentlich gegen die Regierung der Amerikaner vorgegangen sind. Wenn man eine Bibliothek erschafft, dann muss man Nein sagen können. Es gibt eine lange Geschichte, dass es schlechte Zeiten gab, dass schlechte Dinge passiert sind. Als Google zum Beispiel hat öffentlich nicht neu gesagt, Bibliotheken sollten auch Nein sagen können. Also wir fanden, dass wir das mal versuchen sollten. Jetzt kommen wir zur Software. Es gibt jede Menge Software draußen und auch dort werden wir besser, die wieder zu reproduzieren, wieder herzustellen, indem wir Emulatoren in den Browsern starten. Zum Beispiel gibt es ja alte Atari, Apple Software-Spiele und indem wir sie kompilieren in Java, kann man sie im Browser einfach abspielen. Man kann also einen alten Computer im Browser simulieren. Hier ist ein Spiel, The Hobbit, der sehr bekannt ist und das wahrscheinlich viele gespielt haben. Man kriegt also alle diese coolen alten Spiele wieder zurück. Wir sind vielleicht am besten bekannt dafür, das gesamte Internet zu crawlen, also abzusuchen. Wer hat da schon mal das benutzt? Die Wayback Machine. Darin sieht man, wie das Internet früher aussah. Viele Leute stellen ihr gesamtes Leben ins Internet ein, aber wir versuchen, alle diese Internetseiten zu finden und zu archivieren. Es sind 1 Milliarde Seiten pro Woche, die diese Wayback-Maschine aufnehmen muss, damit sie mitkommt. Hier ist zum Beispiel Yahoo 1996 oder Pets.com, auch etwas älter, 1996, altes Webdesign, noch kein richtiger dynamischer Content. Wir haben auch geschaut, wie der Chaos Computer Club damals aussah, von 1997. sieht jetzt auch anders aus als heute. Also es ist nicht so eine große Erinnerung. Wofür es auch noch benutzt wird, hier gibt es zum Beispiel eine Presseinformation von der US-Regierung, wie damals George Bush Mission Accomplished sagt zu dem Irakkrieg. Und es wurde gesagt, dass der amerikanische Präsident Kriegshandlungen genehmigt hat. Und dann haben sie später das verändert und haben nicht das President Bush einfach nur, also sie haben im Prinzip eine alte Presseinformation verändert. Und das haben wir eingefangen, warum wir Wayback Machine verwenden. Wir haben auch noch ein Web-Archivierungswerkzeug, archive-it.org, und damit kann man eben auch da durchsuchen. Und jetzt haben wir zum Beispiel über Japan 2011, Fukushima, die gesamten Releases auch archiviert, weil mittlerweile sind sie halt offline, sie wurden runtergenommen. Und so kann man als Gesellschaft immer noch diese alten Informationen erhalten. Also sogar das Web kann man archivieren, obwohl die Datenmenge unglaublich groß ist, 10 Petabyte an Daten pro Jahr. 450 Milliarden Webseiten gibt es im Moment. 600.000 Leute gehen hin. 415 Milliarden Seiten, die ständig durchsucht werden. Also es ist eine riesengroße Datenbank. Und es ist sehr populär geworden. Wie ist es mit seltenen Büchern und Briefen? Auch sowas können wir archivieren. Das nächste Projekt, das wir starten, ist, dass wir persönliche Archive versuchen zu digitalisieren. Es ist dann nicht so, dass in den Kisten im Keller die eigene Vergangenheit gelagert wird, sondern dass wir online sind. Und diese Seiten werden kaputt gehen. So, Google Video ist schon mal weg.
Und 6 Millionen Videos wurden damit gelöscht, zum Beispiel Yahoo oder GeoCities. Diese ganzen persönlichen Archive, wo wir unsere eigenen Sachen, unsere eigenen persönlichen Sachen veröffentlichen, das ist auch, kann auch weggehen. Also archivieren wir das auch so weit wie möglich. Also versucht es nicht unbedingt, dass die an euch arbeiten. Die können einfach für euch arbeiten, die können es einfach ausschalten. Also wie arbeiten wir daran, dass es erhalten bleibt, sogar das Physikalische und aber auch das Digitale. Also wenn wir jetzt die Library of Alexandria, die Version 2 machen, wofür kann man die wissen? Am besten? Ja, es ist abgebrannt. Es ist am besten dafür bekannt, dass es nicht mehr da ist. Also wie machen wir es, wie versuchen wir es so zu machen, dass es nicht wieder passiert? Okay, lass uns mehrere Kopien haben. Wenn wir verschiedene Kopien in unterschiedlichen Plätzen haben, die unterschiedlich kaputt gehen, dann funktioniert es vielleicht besser. Also haben wir eine Kopie in 2000 zu den neuen Bücherei von Alexandria machen. Wenn sie nach Ägypten kommen, nach Alexandria, dann können sie da hingehen. Das ist eine wunderschöne Bücherei. Und dies ist, wie es in 2002 aussah und Zugang für alle. Hatte freien Speicherplatz gegeben und vielen Dank für Access for All. XS for All. Und das ist eine Kopie in Amsterdam und das so sah es 2008 aus. So sieht die Wayback-Maschine inzwischen aussieht. Wir haben die früher inzwischen Datencenter in Shipping-Containern zu machen und Silence ist eine davon gegeben. Und die Wayback-Maschine sah mal so aus. Also jetzt die Frage, wie groß ist das Web? Das Web ist 8 Füße mal 20 Füße. Also Foot, eine Längeneinheit, das sind ungefähr 2 Meter mal 2 Meter mal 5 Meter. Also für mehrere Jahre hat man diesen Container benutzt, der außerhalb auf Suns Campus rumstand. Und das war ziemlich toll. Wir haben inzwischen diese schöneren Maschine, wir haben diese alte Kirche gekauft und die sind diese schönen Lichter, die da rumblinken. Und das ist, wie wir hier wachsen konnten. Wir haben auch physikalische Sammlungen vergrößert. Büchereien schmeißen Sachen weg. Und wir nehmen einfach unsere Idee, wie können wir sehr klein speichern in Shipping-Containern, in Lagerhallen. Dann können wir Musik und Videos in diesen großen Kisten tun. Die sind in Kisten, in einem Container, in einem Lagerhaus. Und dann sind da nicht Leute, die nicht von einem Verein und wir versuchen gegen unterschiedliche Angriffe auf unterschiedlichen Arten und Weisen zu schützen. Also wir haben hier zum Beispiel Kopien einer Earthquake Zone und einer Flutzone und einer Kriegszone im Mittleren Osten. Und was könnte passieren? Wir brauchen mehr Kopien in mehr Leuten und mehr Plätzen und wir brauchen mehr Leute und wir müssen das sicher gehen, dass die ganze Sache sicher bleibt, die ganze Geschichte. Eine der Sachen, wie wir im Internetarchiv sind, versuchen, weiter zu bleiben, auch wenn große Firmen da sind. Also Firmen sind ein großes Problem mit End-User-Access. So machen wir freies WLAN. Das, jedes Mal, wenn wir ein neues Gebäude haben, machen wir große freies WLAN an Sachen. Und in der Region Leute haben freies WLAN und manche sind der verärgert und andere sind einfach froh drum. Wir haben auch schon mal versucht, Open-Source-Ideen zu Häusern anzumachen. Das Problem mit diesen ganzen Krediten und wir versuchen, Häuser zu bauen, die kreditfrei sind. Wir versuchen da wirklich dran zu arbeiten, wie wir diese Sachen bauen können. Wenn sie ein neues Haussystem bauen, für Leute, die in der Quellen offen sind, brauchen sie eine Institution, die... Wir haben eine Kreditunion gegründet. Und wir arbeiten mit ein paar Bitcoin-Leuten zusammengearbeitet. Und das hat die Regulatoren sehr verärgert. Wir versuchen nicht nur diese Dateien öffentlich zu vermachen, sondern auch, wie man die Leute drumherum bringt, dass man sie darauf zugreifen kann. Wir sind sehr groß in Bitcoins. Wenn man Bitcoin uns spendet, vielen Dank dafür. Und wir bezahlen unsere Angestellten teilweise in Bitcoins. Okay, Projekte, die Hilfe brauchen. Alle brauchen Hilfe, aber hier sind ein paar, die wir wirklich brauchen. Wir machen die Wayback-Maschine neu. Wir brauchen da sehr neue Hilfe, dass es neu und schön und gut ist. Wie sucht man in einem Level, das man wirklich machen kann? Also wir können einfach nicht
450 Millionen Seiten durchsuchen, aber vielleicht auf einzelnen Seiten suchen oder so. Wir versuchen elastische Suche, das ist eine Technik benutzt, um alles besser zu erreichbar zu machen. Wir versuchen Software zu schreiben, die verteilt werden kann, dass die Leute die CDs oder Sachen überall archivieren können und dass sie alle zentral online gestellt werden können. Und wir versuchen immer noch nach weiteren Programmierern. Und diese verteilte Webseiten, das ist eine neue Idee, wie wir die in Zukunft machen können, wo wir nicht mehr archivieren müssen, dass wir die Snapshots machen müssen, sondern wir können einfach die ganze Webseite speichern, obwohl diese weiterhin online ist, obwohl die ursprünglichen Administratoren nicht mehr da sind. Also allgemeiner Zugriff für alle Wissen ist möglich. Es ist eine der größten Sachen, die Menschen jemals gemacht hat. Es ist eine der Sachen, wo hoffentlich unsere Generation sagt, hey, das ist, wo wir wirklich Erfolg hatten. Also wir können da wirklich zusammenarbeiten. Wir haben die Technologie, dass wir das zusammen machen können. Wir haben den politischen Willen, das zu machen, in der öffentlichen Sache zu leben. Und solange wir nicht dagegen arbeiten, wir müssen sehr schnell dagegen arbeiten. Viele Kinder arbeiten mehr mit Bildschirmen und nicht mehr mit Büchern. Die Kinder lernen von den Sachen, die sie zugreifen können. Und das Beste, was wir machen, was wir anbieten können, ist doch nicht auf dem Internet. Also wir müssen einfach noch stärker sein, müssen stärker daran arbeiten, dass wir den allgemeinen Zugang zum allem Wissen ermöglichen. Vielen Dank. Es gibt Standing Ovations für die, die nicht da sind. Wir haben jetzt noch Zeit für Fragen. Also ich bin jetzt beim Food Hacking Camp und da werde ich sein. Also vielen, vielen Dank nochmal fürs Kommen und einen schönen Tag. Dankeschön. Entschuldigung, dass wir nicht mehr Zeit haben. Also nochmal danke an